ist der MKN Küchenschnack. Taucht ein in die Welt der Profiküchen mit Olli und Tom. Hallo und herzlich willkommen zum MKN Küchenschnack mit Olli und Tom. Ja, da ist er wieder. Wir sind leider wieder nicht nebeneinander. Ne? Wird höchste Zeit, dass das auch wieder passiert. Und wir wollen euch sagen, heute gehen wir mal so richtig aus der Komfortzone raus. Ja? Das heißt, dort, wo wir uns wohlfühlen, in der Küchentechnik, da, wo wir zu Hause sind bei den Köchen, das verlassen wir heute mal bei dieser Folge. Denn wie ihr wisst, bewegen wir uns ja in sämtlichen Küchen der ganzen Welt, ob das jetzt schon in Australien war, ja, oder auf Sylt, in Österreich oder in Dänemark und ganz sicher auch in irgendeiner Küche oder bei irgendeinem Kollegen, bei dem ihr ja irgendwie in der Nähe wohnt oder den ihr auch schon mal gehört habt oder gekannt habt. Aber heute gehen wir zu Kollegen, die auch unsere tägliche Aufmerksamkeit haben und die nicht unerheblich unsere gastronomische Landschaft der letzten Jahre in Deutschland geprägt haben und auch sehr stark verändert haben. Wir lieben die Zunft der Metzger und der Fleischereien. Ja? Hier oben bei mir sagt man auch Schlachter. Ne? Und nicht Metzger. Metzger ist hier ein Fremdwort. Und ja, voller Stolz und mit richtig viel Demut begrüßen wir heute im MKN Küchenschnack den frisch gebackenen World Champion im Metzgerhandwerk, den Team-Captain des Butcher Wolfpack und den Inhaber der Metzgerei Freiberger aus Nürnberg, Dirk Freiberger. Hallo Dirk, herzlich willkommen. Ja, servus, schön, dass ihr da seid, oder? Dass zumindest einer von euch beiden da ist, hätte ich gesagt, ja. Und du, ich bin auch da, ja. Ich bin zwar online da, aber glaube ich, bin voll da. Dirk, wo befindest du dich gerade mit Tom? Was sind das für tolle Bilder da hinter euch? Also wir sind jetzt gerade in meiner Fleischbotschaft. Also seit ein paar Jahren mache ich hier ziemlich viele Grillseminare und so Workshops, Team-Events halt. Und ja, da sitzen wir jetzt gerade. Ich lese es vor mir, Freibergers Fleischbotschaft. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und vor allen Dingen auch liebe Zuschauer in dem Fall. ich muss mal sagen, ich habe ja den Olli schon oft Einleitungen machen sehen. Ja, aber so ohne Unterbrechung, dass er das durchzieht. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das sagt mir, heute ist ein besonderer Tag und heute ist ein großer Tag. Er will es heute wissen. Und ich sage das mal auch aus meiner Sicht nochmal, Dirk. Ne? Wir kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt vor 10 Minuten, Viertelstunde das erste Mal kennengelernt. Aber wir beobachten, also wir. Wie war denn das erste Feeling bei euch beiden so? War alles okay? Ja, ich habe einen Kaffee bekommen. Das ist ein guter Start. Genau. Das ist ein guter Start. Also auch von meiner Seite her nochmal herzlichen Glückwunsch. Das danke, ist eine große Geschichte, die ihr geleistet habt und die wir heute hier auf alle Fälle nochmal ein bisschen tiefer, wo wir ein bisschen tiefer reingehen möchten. Aber bevor wir jetzt starten, kleiner Hinweis an alle die, die uns heute das erste Mal holen, besonders natürlich auch an alle Metzgerinnen und Metzger, an alle Fleischerinnen und Fleischer in Deutschland, in Österreich und der Schweiz, die uns hören. Ihr könnt den Küchenschnack auf Google Podcast, auf Spotify, auf YouTube oder natürlich auch auf Apple Podcast hören. Und ihr Glücklichen, ihr könnt schon 70 Folgen euch anhören für die, die das heute das erste Mal hören. Das ist wie mit unserem Olli, der Serien-Junkie ist. Also wer da einmal Gefallen dran gefunden hat, der kann das machen. Und natürlich sind wir besonders glücklich, wenn ihr uns abonniert und wenn ihr uns folgt. Und ich kann euch so viel sagen, über Abonnieren und Folgen werden wir heute auch noch das eine oder andere sprechen. Und dabei möchte ich es aber, ich sag mal, jetzt an dem Punkt belassen, was die Werbung angeht, und wir starten direkt mit dem. Ja, Dirk, als allererstes, bevor wir so richtig durchstarten hier, im Namen erstmal von uns beiden, im Namen unserer Geschäftsleitung, das ist der MKN Küchenschnack, unseres Marketings und der gesamten kochenden Zunft, herzlichen Glückwunsch zum Gewinn der World Butcher Challenge. Ja, ihr seid Weltmeister geworden in Sacramento, Kalifornien und habt euch in den besten eures Handwerks durchgesetzt. Also ich bin total gespannt darauf, diese Geschichte zu hören. Ja, worum es da geht, was ihr da machen solltet und so. Also ich stelle mir jetzt gleich natürlich viele Sachen kurz vor. Ich unterbreche dich kurz.
Ich kann dir gleich jetzt schon sagen, es ist ein Leidensweg, okay? Also es ist ein Leidensweg, der gekrönt wird von der Weltmeisterschaft. Aber es war ein jahrelanger Leidensweg. Leiden ist da wirklich im Vordergrund. Ja, wir wollen, pass auf, Frage vorab. Hast du das schon realisiert? Ist das jetzt bei dir schon angekommen? Wachst du früh auf und sagst, oh geil, ich bin Weltmeister? Oder ist es noch, bist du immer noch so ein bisschen, Alter, stimmt das jetzt? Oder wie ist das? Eigentlich bin ich jetzt eher noch ein bisschen so demütig und ehrfürchtig. Mhm. Weil, also ich habe heute früh die Einladung vom Ministerpräsidenten bekommen, also vom Bayerischen, von Markus Söder. Der hat uns in die Staatskanzlei nach München eingeladen. Aber irgendwie so, ich meine, es war halt wirklich schon ganz krass, dort einfach zu hören, dann okay, Germany und dann Bam und erster Platz und so. Aber irgendwie, so wenn man sich das nochmal durch den Kopf gehen lässt und denkt so, Bester der Welt. Ja. Also wir haben immer noch so im Team so einen Spruch, den wir ab und zu auch einfach in unsere WhatsApp-Gruppe schreiben und der heißt, ich glaube, wir haben gewonnen. Ja. Und genauso fühle ich mich eigentlich noch. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht glauben. Okay. Also wer jetzt noch nicht heiß ist auf dem Podcast, der ist es spätestens jetzt geworden. Wir wollen das jetzt aber wie folgt aufbauen. Um das ein bisschen zu verstehen, werden wir jetzt mal kurz über dich reden. Dann werden wir über die Fleischbotschaft bzw. die Metzgerei Freiberger reden hier in Nürnberg, wo wir uns jetzt auch gerade befinden. Und natürlich heben wir uns die Krönung für den Schluss auf. Natürlich wollen wir dann über die Weltmeisterschaft auch reden. Ja, das haben wir auch gelernt. Ne? Also du darfst nicht von vornherein raushauen, sondern du musst dich auch ein bisschen interessant machen, um geil zu werden. Okay. Ne? Also das ist so. Ja, fangen wir vielleicht mal mit dir an. Du hast ein Abitur gemacht oder hast Abitur gemacht? Ja, genau. Dann bist du ein gelernter Metzger und Fleischsommelier. Genau. So. Ich bin auch inzwischen Grillmeister Masterclass und ich mache auch so ein bisschen andere Sachen noch. Ja. Es gibt aber in deiner Vita einen Knick, den ich da gelesen habe irgendwo, den wir noch nicht kapieren. Okay. Und das wird man jetzt auch gerne nochmal hören, wenn du mal sagst, wie bist du zu dem Metzgerhandwerk gekommen und was. Aber ich habe irgendwann mal gelesen, du hast in dem Gartenmarkt Dehner gearbeitet. Wie ist das zu erklären? Ja, also der Punkt ist ja der, ich mache jetzt seit mehreren Jahren Grillseminare. Mhm. Und da habe ich eben auch mit Dehner zusammengearbeitet und für die Grillseminare gemacht. Mhm. Also du hast nicht die Goldfische gefüttert, sondern du hast eher... Nee, das habe ich jetzt nicht gemacht oder Gartenmöbel verkauft oder so, das nicht jetzt, sondern ich war da in der Grillabteilung und habe da fleißig Fleisch gegrillt und zubereitet. Okay. Aber dann hol uns mal ab, wie ging es mit der Metzgerei los? Also der Punkt war ja der, ich war ja eigentlich schon dadurch, dass ich im Betrieb aufgewachsen, also ich bin... im Betrieb praktisch direkt aufgewachsen bei meinen Eltern und ich habe einmal die Metzgerei eigentlich von Anfang an so mitbekommen. Und ja, für mich war eigentlich immer klar, dass ich auf jeden Fall eine Ausbildung mache. Egal, was ich jetzt danach gemacht hätte, da hätte ich eigentlich jetzt ziemlich viel offen gehabt, weil ich habe ein relativ gutes Abi gemacht. Aber der Punkt war da, ich wollte unbedingt erstmal eine Ausbildung machen. Ja? Weil ich einfach gesagt habe, für mich später mal, auch wenn ich jetzt irgendwo anders hingehe, ja, egal ob das jetzt Maschinenbau, Medizin oder irgendwas anders gewesen wäre, ich wollte nie so einer sein, der sagt, ja, der in die Metzgerei reingeht und sagt, mein Vater, der war auch Metzger. Mhm. Also ich wollte einfach so fundiertes Wissen haben. Ich wollte nicht nur gesehen haben, wie es funktioniert, sondern ich wollte auch das Fachliche im Hintergrund einfach wissen. Deswegen habe ich eine Ausbildung begonnen. Mhm. Alleine hätte ich es nicht gemacht, aber dann habe ich die Ausbildung begonnen und mein Bruder ist 13 Monate jünger als ich. Mhm. Und also ich war dann im zweiten Lehrjahr und er war gerade mit dem Abi auch fertig. Und dann hat er gesagt, ey, komm Dirk, wir machen das zusammen. Und seitdem haben wir uns damals haben wir uns den Bruderschwur, sage ich jetzt einmal, geleistet. Und seitdem machen wir die Metzgerei zusammen. Meine der Schwägerin, hält bis heute, der Schwur. Der hält sehr gut, ja. Also wir zwei sind schon ein geschworenes Team. Wir das ergänzen heißt, es gibt uns den auch Dirk sehr gut. Und den? Sven. Ich habe zwar noch einen dritten, aber der ist in Hamburg, der macht jetzt... der ist jetzt Master in Wirtschaftsinformatik und... haben wir auch gelernt schon im Podcast, einer fällt immer raus. Ja, manchmal passiert es halt einfach, ist halt so. Aber wie schon gesagt, unser Nesthäkchen, der macht jetzt Software für Hermes. Also der macht für den Paketdienstleister irgendwelche Arbeit. Nein, ich wollte ihn fragen zu seiner Metzgerei, weil das ist ja immerhin das Brot- und Buttergeschäft für ihn. Du hast da zum einen hier Theken verkauft, Catering... Essen auf Rädern, Grillseminare, ein Shop. Ich habe mir die Bilder angeschaut. Das sieht auf den ersten Blick wirklich nicht aus wie eine Metzgerei, ne? Wie man sie sich die klassischen gut, vorstellt. Also jetzt, man muss jetzt dazu sagen, Olli, ohne dir jetzt zu nahe zu treten zu wollen, ne? Also im Süden haben wir schon einen anderen Standard als im Norden in Bezug auf deine Schlachtereien und Fleischereien. Das ist jetzt nichts Böses, aber hier im Süden haben wir einfach immer noch mehr Konkurrenzdruck. Also im Norden hat man ja eigentlich gar keine Konkurrenz mehr, wenn man eine Fleischerei hat oder eine Metzgerei.
Das ist traurig, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das, ich hätte viel lieber, also dadurch, dass ich auch erster Vorsitzender im Fleischsommelier Deutschland e.V. bin, ich hätte auch viel lieber viel mehr Mitglieder aus dem Norden, aber da oben gibt es eigentlich nicht mehr so viel. Aber jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, wir sind ein sehr breit aufgestellter Betrieb. Das heißt, wir sind nicht spezialisiert. Das kam uns jetzt in Corona auch ganz gelegen. Das heißt, wir konnten, ich sage jetzt einmal, dann hin und her springen. Wir konnten, ich habe zwar einen ganzen kleinen Teil meiner Mitarbeiter in Kurzarbeit gehabt durch das fehlende Catering, aber im Großen und Ganzen konnten wir die Umsätze eigentlich immer sehr gut abfangen, dadurch, dass wir so breit aufgestellt waren. Also von daher, ja, wir machen sehr viel. Seniorenessen, Essen auf Rädern, Business Catering, normalen Party Service. Die Grillseminare sind inzwischen auch sehr groß geworden und ich baue eben gerade noch einen Shop auf, was jetzt sage ich jetzt einmal, nicht so einfach ist, online eine richtige, schöne Präsenz zu machen, die einem auch Spaß macht und nicht nur Geld kostet. Aber kommen wir gleich nochmal im Einzelnen zu. Jetzt nochmal eine Frage zurück. Kannst du mir sagen, woran das liegt, dass es da so Nord-Süd-Gefälle gibt? Es liegt einfach, glaube ich, daran, dass es da irgendwie eine andere Struktur gab. Und dass vielleicht liegt es auch daran, dass die Kultur im Norden einfach nicht so gewachsen ist. Also ich habe mir letztens sagen lassen von einem Kollegen, der hat gemeint, ich bin total neidisch auf euch im Süden, weil ihr einfach das anders auch in die Gesellschaft tragt, euren Beruf. Ihr seid da stolz drauf. Das ist, im Norden ist ja eher so, ja, du bist Schlachter, dann bist du eher so Aussätziger. Aber bei uns ist es jetzt inzwischen so, dass wir wirklich sehr stolz drauf sind, dass wir sagen, wir sind Metzger und wir leisten wirklich was und sind hier eigentlich auch in Bayern vor allem jetzt auch so eine Art Kulturgut. Wir können praktisch zu der Lebensmittelkultur des Landes dazu. Und erinnere dich mal an dich, an Olli, an den vorletzten Besuch oder wann, wo wir uns in Oberschleißheim getroffen haben. Das Erste, was du zu mir gesagt hast, als Erstes möchte ich meine Leberkässemmel essen. Ja, es ist halt, es gehört halt irgendwie so zur Kultur mit dazu, wie du das sagst. Ja, ne? Genau. Ist mit dabei. Nochmal einen ganz kurzen Sprung zurück. Gelernter Metzger, Metzgermeister. Ja, klar. Und Fleischsommelier. Ja. Und Grillmaster, oder wie heißt Grillmeister, das? Masterclass Grillmeister Masterclass. Alles das kann man eigentlich als Ausbildung bezeichnen, oder? Ja, genau. Das sind meine Ausbildungen. Das kann man so sagen, ja. Wobei ich halt, jetzt sage ich jetzt einmal, schon viel auch von der Schulbiologie halt immer noch ein bisschen mitnehmen konnte. Das war schon damals mein Lieblingsfach. Das kommt mir heute auch ein bisschen zugute. Mhm. Ne? Also dadurch, dass ich jetzt weiß, was eine nicht essentielle Aminosäure ist, ne, kann ich da dann schon ein bisschen anders. Das hat dich immer schon interessiert so? Ja. Also okay. Ich hatte Leistungskurs Bio im Abi. Okay. Ja. Also Olli auch. Fleisch aus anderen Gründen. Sommelier. Ja. Fleischsommelier. Also Weinsommelier ist mir klar, ja. Der braucht ein großes Wissen, der muss dir erklären können, warum und wieso und aus welcher Region, etc. Beim Fleischsommelier könnte ich mir das ein bisschen vorstellen, aber erklär mal genau, warum brauchen wir Fleischsommeliers? Ja, also ein Sommelier brauchst du eigentlich immer für. Ich sage jetzt mal als Genussbotschafter und so sehen wir uns eigentlich auch an. Bei uns in Deutschland geht es jetzt wirklich darum, dass wir als Fleischbotschafter unterwegs sind und praktisch für gutes Fleisch, für Wertigkeit gegenüber dem, also dieses Lebensmittel Fleisch einfach kämpfen und versuchen einfach beim Endverbraucher auch zu erreichen, dass er zum einen mehr vom Tier wertschätzt. Weil es ist ja inzwischen so, dass wir wirklich nur die Edelstücke vom Tier hauptsächlich verbrauchen. Den Rest müsst ihr Köche irgendwie schauen, dass er unterbringt. Ja. Zum anderen aber auch mehr den Ursprung des Fleisches wieder in den Vordergrund bringen. Das ist meiner Meinung nach auch das größte Problem, um unseren Nachwuchs zu sichern. Ich sehe immer wieder die guten Kräfte, die in unser Handwerk kommen, die hier was bewegen. Das sind alles entweder aus einem Betrieb raus oder eben die sind aufgewachsen mit Hausschlachtungen, mit diesem Bezug vom lebenden Tier zum Lebensmittel. Und das macht eigentlich den Unterschied. Und das ist auch das größte Problem, warum uns der Nachwuchs im Handwerk, jetzt im Metzgerhandwerk vor allem, fehlt. Weil viele einfach diesen Bezug nicht mehr auf die Kappe kriegen, weil sie nur noch das Fleisch im SB liegen sehen. Und da versuchen wir halt anzuknüpfen und eben durch die Seminare, durch Steak-Tastings, einfach mehr Geschichte reinzubringen, einfach wieder mehr die Leute abzuholen. Und eben, ich meine, deswegen sind wir auch alle so im Barbecue sehr aktiv, weil wir da einfach auch mehr, wie soll ich sagen,
wieder Leute abholen können, die selber gern zubereiten, die das einfach geil finden. Ja? Also von daher machen wir das Ganze auch wieder attraktiver. Okay. Jetzt gehen wir nochmal auf die Metzgerei Freibergers. www.mf58.de. Genau. Da kann man das wunderbar sehen, das ist total strukturiert aufgebaut. Essen auf Rädern. Dieser Essen auf Rädern-Dienst, den habe ich von meinen Eltern übernommen. Wir haben, also mein Vater hat damals angefangen so mit 10, 20 Essen pro Tag. Hm. Die hat der Lehrmädle damals im Korb in die umliegenden Häuser einfach ausgeliefert. Und irgendwann ist das immer mehr geworden. Und dann haben wir 1 Euro, 2 Euro, inzwischen liefern wir halt mit 13 Autos aus. Aha. Und beliefern hier eigentlich die komplette Mit 13 Autos? Ja, 13, ja. Also ich habe hier die nächste Frage ist, ohne Geschäftsgeheimnisse zu verraten, von welchen Größenordnungen müssen wir ausgehen ungefähr? Ja, das will ich jetzt nicht so genau sagen, aber das sind schon einige Essen am Tag. Also es sind mehr als zweistellig, aber weniger als fünfstellig? Ja, fünfstellig ist es nicht und es ist jetzt auch nicht vierstellig, das wäre jetzt übertrieben. Ah. Ja, aber es ist, na gut, da können wir ja was schon, ist schon ordentlicher. Ist schon eine, also wie schon gesagt, es ist jetzt so, man hatte, also muss jetzt ja ganz ehrlich sagen, wir haben das ja gemacht, um, ich meine, in der Metzgerei hast du auch immer Fleisch übrig. Also übrig jetzt in der Hinsicht, das ist nicht schlecht, sondern das Fleisch kannst du normalerweise jetzt gerade in dem nicht verkaufen. Und wir haben halt extreme frische Ansprüche. Deswegen hatten wir da immer viel im Eishaus und haben gesagt, naja, was macht man jetzt hier? Heiße Theke, dadurch, dass wir in unserem Stammhaus wirklich am Arsch der Welt sind. Also wirklich komplett, da kommt man nicht hin. Das ist einfach irgendwo in der Pampa, das ist in der Sackgasse und du kommst da nicht hin. Hatten wir nicht so ein krasses Heißtheken-Geschäft, wo wir sagen, okay, über die Heißtheke oder Innenstadtlage können wir da jeden Tag ein paar hundert Essen rausgeben. Und dann muss man uns dann was einfallen lassen. Und so ist es dann entstanden und immer mehr gewachsen. Die Bevölkerung wird auch immer älter und ja, die Qualität der anderen Anbieter am Markt ist halt einfach nicht so gut. Die Essen, die du siehst am Samstag und Sonntag, die liefern zum Beispiel gekühlt aus. Die werden am Freitag oder am Vortag vor dem Feiertag dann normal mit ausgeliefert, dass man sie sich selber wärmen kann. Okay, okay, macht ja Sinn. Ja. Jetzt gehen wir mal auf den Shop. Ne? Der ist ja auch sichtbar, der ist mit Preisen hinterlegt, da kannst du dir dein Fleisch bestellen. Alle. Wie funktioniert das bei dir? Ich bestelle jetzt ein Entrecote, ich bestelle bei dir ein Rostbeef, ich möchte bei dir Rouladen bestellen. Wie ist der Vorgang ab? Wie läuft der Vorgang ab? Ja, du bestellst es, legst es in den Warenkorb, dann kriege ich die Bestellung und dann schicke ich sie raus. Das machst du alles hier? Das mache ich alles hier, ja. Die Logistik läuft von hier? Die läuft von hier. Und wie ist das? Ein Stück Fleisch kann man ja nicht einfach so mal in einen Briefumschlag stecken. Wie läuft die Kühlung? Hast du da Crash-Eis mit dabei? Oder? Ja, also wir haben so Gel-Akkus, eine spezielle Isolierverpackung noch. Okay. Und außerdem verschicken wir nur mit Express. Also das heißt, es ist innerhalb von 24 Stunden auf jeden Fall da. Okay. Und das hält die Isolierverpackung mit den Gelpacks praktisch dann alles in dem Kühl. Wir versenden zum Beispiel auch nur frische Bratwurst. Also wir haben keine gebrühten Bratwurst oder so, sondern wir versenden wirklich frische Bratwurst. Ist das eine bundesweite Sache? Oder? Ja, bundesweit. Ja. Okay, also liebe Leute, mf58.de könnt ihr schon mal reinschauen. Da sind feine, feine Sachen drin. Ich habe da schon mal ein bisschen gestalkt. Dirk, Grillseminare. Das hört sich interessant an. Jetzt sag mir nochmal die Position, die du da inne hast, also den Titel. Vielleicht klingt es vielleicht ein wenig eingebildet, aber ich bin halt hier einfach der Beste. Du kannst heute voll draufhauen. Du, ja, du bist ich halt drauf. Das ist deine, die voll, es geht hier nur um dich. Also, wie schon gesagt, ich habe jetzt mir, wie schon gesagt, ich habe 2010, 2011 habe ich angefangen mit Grillseminaren und da muss ich ganz ehrlich sagen, boah, also die ersten 2 Jahre, die waren ein Brett, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, weil da war ich ja noch 10 Jahre jünger jetzt. Aber inzwischen, ja, läuft das. Wir machen 70, 80 Seminare jedes Jahr. Könnt ihr auch online buchen? Ne? Also ist auch online buchbar? Das geht nur online. Ja. Ist nur online buchbar, ja. Weil das andere hätte ich sonst keinen Überblick mehr mit einer geschriebenen Liste mit 2 Geschäften. Dann geht das so los. Das heißt, du fängst an, grundsätzliches übers Grillen. Wie heiß muss ein Grill sein? Welchen Grill? Gasgrill-Dings? Und dann wird gekocht? Dann bist oder du im gegrillt, Basic. Oder? Mein Hauptkurs ist eigentlich Steak und Burger. Und erzähle ich den Leuten halt, was ist ein geiles Steak? Was muss ich beachten, wenn ich es zubereite? Und wie mache ich einen geilen Burger? Also das ist jetzt eigentlich das ist mein Hauptseminar. Das mache ich zu 80%. Das ist eigentlich auch immer ausgebucht. Basiskurse mache ich auch. Da erzähle ich dann das, was du gerade gesagt hast. Auch Grill Hersteller unabhängig, ja, ja, aber darum geht es mir eigentlich. Also mir geht es eigentlich wirklich jetzt darum, dass das Lebensmittel in den Vordergrund drückt. Bevor wir jetzt den nächsten Schritt machen, noch eine letzte Frage zum Objekt hier. Jetzt habe ich ja draußen die Auslage gesehen. Olli,
vom Allerfeinsten. Was ist das Besondere? Warum soll ich jetzt zu dir kommen und hier meinen Wocheneinkauf machen? Ja, also der Punkt ist der, wir sind hier in der Region sehr stark verwurzelt. Es fängt bei uns hier bei den Bauern an, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir beziehen unser Fleisch größtenteils hier eben direkt aus der Umgebung, aus der Region und verarbeiten sehr viel. Also wir machen jede Woche ungefähr 100 bis 150 Produkte in eigener Produktion, veredeln auch das Fleisch selber. Also ich kann dir nachher dann nochmal den Dry-Ager zeigen von uns. Also wir machen da wirklich sehr, sehr viel. Und warum er zu mir kommen sollte, wir haben ein geiles Team, das muss ich immer sagen, da bin ich auch sehr stolz drauf. Wir haben Top-Mitarbeiter und ja, uns macht es halt einfach Spaß. Also man kann es, ich meine, du musst halt einfach mal auch die Wurst schmecken. Ich denke halt grundsätzlich, unsere Wurst ist auch eine der besten hier in der Region. Das kommt jetzt auch noch dazu. Aber wie du gesagt, in Franken ist das ein bisschen diffiziler. Da gibt es unterschiedlichste Anschauungsweisen. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, können wir sagen, wir haben es verdient, da zu stehen, wo wir gerade sind. Und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die wissen genau Bescheid hier, Dirk, falls du das noch nicht wusstest, dass es hier immer eine Menge Content gibt oder Inspiration über Inhalte, was auch unsere Listener für sich nutzen können später. Und du hast auf Instagram über 14.000 Follower. Hut ab, Chapeau, das kriegt man nicht, wenn man irgendwie, also da steckt schon was dahinter. Da hast du Videos bei YouTube, die sind im fünfstelligen Bereich. Da ist einer, der komplett also ausrastet. Also YouTube bin ich noch nicht, YouTube, nein, jetzt langsam, YouTube bin ich noch nicht im fünfstelligen Bereich, du übertreibst schon wieder. Also ich gehe... Nee, 81.000 Abrufe. 81.000 Abrufe ist das Maximale. Aber ich, ja, aber das 100%. Ist ja nur ein Video. Das ist ja nur ein Video. Das geht ja... Der ganze Kanal, also eigentlich habe ich 100.000 Abonnenten verdient. Also ich kann es immer wieder nur meinem Partner sagen, der die Dinger natürlich, sagt. Natürlich, also, wir auch. Wir geben uns wirklich sehr viel Mühe jetzt. Zur Zeit ist halt, also ich habe jetzt jahrelang, bevor ich jetzt meinen, also der Punkt war ja der, es kam ja irgendwann Corona und da kamen ein paar Studenten zu mir und die haben gesagt, die wollen einen Film drehen. Da habe ich gesagt, naja, dann macht mal. Und einer ist aus der Gruppe der Studenten ist da ein bisschen herausgestochen und dann habe ich mir gedacht, naja, der Kerl, der scheucht seine Mitkommilitonen ganz schön rum. Verkehrt ist der nicht. Auf jeden Fall ist er dann noch ein zweites Mal gekommen, ein Vierteljahr später. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Hey, komm Ercan, wir setzen uns jetzt da mal hin, dann kriegst du eine Cola und ich trinke einen Kaffee und dann unterhalten wir uns mal ein wenig. Geil. Und dann habe ich gesagt, ey komm, willst du nicht ein wenig Geld verdienen? Und dann habe ich ihn halt angefüttert. Ja. Dann hat er erst angefangen auf 450 € Basis. Dann haben wir mal ein Video gemacht. Dann habe ich gesagt, komm, wir machen jetzt zwei. Und so ist es dann weitergegangen. Wir waren in der Hochzeit, wir machen es jetzt seit bald 3 Jahren, bei 3 Videos pro Woche und wow, haben richtig rausgescheppert. Ich glaube, wir haben jetzt schon über 400 Videos auf YouTube. Ja. Die neueren Videos, die sind richtig gut, die sind ultra aufwendig. Da hängt er sich wirklich rein, weil den ganzen Schnitt macht er. Also ich bin eigentlich nur der, der das Zeug vor der Kamera macht und halt ein bisschen, sag ich jetzt einmal, da das Zeug schön auf den Teller bringen muss. Aber er macht den ganzen Schnitt und macht sich da auch so ein bisschen Gedanken und... Also ich meine, YouTube ist halt einfach so ein blöder Marathon, da kann man halt nichts dagegen machen. Da kannst du jahrelang machen und dann ist nichts. Also ich habe das bei vielen, ich sage jetzt mal, befreundeten oder bekannten Kanälen gemerkt, die hätten eigentlich fast zusammen gedacht, ja, jetzt im nächsten Vierteljahr holen wir die auf. Und dann hat es bei denen gescheppert, dann waren die plötzlich im fünfstelligen Bereich. Also von daher, ja, aber es macht schon Spaß. Vielleicht haben wir dann noch eine Überraschung für dich im Patio. Also alles gut. Es gibt vielleicht Sachen, die du gar nicht so richtig weißt, aber ich verrate es mal noch nicht. Ich möchte jetzt den Zuhörern, Zuschauern, Köchinnen, Metzgerinnen allen mal kurze Info geben. Also für alle, die das jetzt gehört haben. Auf Instagram, Metzgerei Freiberger, Freiberger Achtung mit Y. Auf YouTube, Freiberger TV. Und auf TikTok, na, das dürfen wir jetzt hier auch schon mal erwähnen, Freiberger TV zusammengeschrieben, ja. Also das sind so die drei Begriffe und ich sag's euch so, wie es ist. Wenn ihr einfach Metzgerei Freiberger eingibt, schnallt er sofort ganz oben auf. Ja, also machen, also das ärgert mich halt, dass es nicht früher passiert. Das sage ich dir ganz ehrlich, weil machen wollte ich das schon viel länger. Also ja, das aber ist es fehlt noch manchmal das Richtige, ne? Der ja, das Mosaik, das muss ich halt manchmal ist halt die Zeit noch nicht gekommen, ja. Und wie schon gesagt, da war gerade Corona da war gerade, ey, ganz ehrlich,
ich wusste gar nicht, wohin mit meiner Zeit in Corona, weil ich habe ja plötzlich, es war zwar an der Theke sau viel los, aber ich habe ja meine ganzen, ich mache ja normalerweise 2-3 Grillseminare pro Woche, das ist ja alles weggefallen. Mhm. Meine Familie hat gesagt, boah, wer ist denn das? Mhm. Da ist ein Fremder plötzlich wieder zu Hause. Sieht aber gut aus, ne? Ja, so ungefähr. Sag mal, wenn du jetzt so ein Video postest oder wenn du mal wieder so ein Knaller-Video hast, ne? Olli hat ja gesagt, da gibt es ja Sachen, die richtig nach oben geschossen sind. Merkst du das auch verkaufstechnisch? Kannst du das irgendwie messen, dass da plötzlich sagt, okay, da ist plötzlich wieder mehr Bewegung drin? Oder? Also wenn ich jetzt ehrlich bin, noch nicht. Mhm. Das Einzige, was ich aber jetzt merke, ist, dass mich sau viele Leute, also ich meine, meine Klickzahlen sind ja eigentlich echt erbärmlich in YouTube. Das muss man ja ganz ehrlich sagen. Diese 200, 300 Aufrufe pro Video von den aufwendigen, das ist schon manchmal ein wenig, die Shorts sind jetzt teilweise voll durch die Decke gegangen. Aber die langen Videos mit 200, 300 Aufrufen, was wir meistens haben, es ist schon ein bisschen. Also da mag uns YouTube einfach noch nicht so. Die haben uns noch nicht so gefressen. Dranbleiben. Ja, das machen wir ja. Aber was mich aber immer wieder aufbaut, ist vor allem, dass ich immer wieder im Laden auch von Kunden, die ich noch nicht jahrelang kenne, darauf angesprochen werde und sage, ey, euer YouTube-Kanal ist voll geil. Ja. Da schaue ich öfter mal rein. Da ist immer wieder was dabei, was ich mir gerne anschaue. Ich glaube auch, dass YouTube noch im Wachstum ist, weil immer mehr Leute gucken ja nur noch on demand und gucken sich dann auch gerne YouTube, stellen sich ihr Programm selbst zusammen. Deshalb ist das, was Tom gerade gesagt hat, bleibt dran. Jetzt mal eine spannende Sache, weil Tom hat es ja gerade ein bisschen angeschnitten, so mit Vegetariern und so. Hm? Wir haben ja auch schon vegane Sachen hier besprochen im Küchenschnack. Das gibt ja auch bestimmt mal nicht so richtig positive Reaktionen, könnte ich mir vorstellen. Reagierst du irgendwie darauf überhaupt oder wie gehst du damit um? Oder? Also ich sag dir ganz ehrlich, Facebook hat jetzt den Logarithmus geändert, weil auf Facebook waren ja immer so viel so Trolle unterwegs. Inzwischen muss ich aber ganz ehrlich sagen, finde ich das eher geil, weil die haben das, also mein Kumpel, den Steffen Schütze zum Beispiel, haben die Veganer groß gemacht. Also das muss man sich ja mal überlegen. Er hat eigentlich mit Kampagnen, wo er die Veganer rausgefordert hat, hat er eigentlich Fernsehauftritte und was weiß ich alles gehabt. Und inzwischen, ja, also ich, von den Trollen halte ich nichts und ich antworte denen meistens nicht, weil das sind oftmals einfach nur Wichtigtuer, die keine Ahnung haben. Also vor allem das Geile ist, ich habe inzwischen so eine Community, die betteln sich dann mit denen für mich. Da brauche ich eigentlich gar nichts machen. Letztens ist wieder einer so verirrter, ist dann plötzlich gekommen. Den haben sie richtig, richtig dick eingesalzen. Also von daher, wie schon gesagt, ich bin da ganz entspannt. Und je mehr da kommt, desto weiter verbreiten die mich ja. Und desto besser ist es. Die denken zwar, das ist nur in ihrem Freundeskreis, aber die bringen dich ja in ganz andere Sphären teilweise. Also ja. Von daher ist das, wirklich ein ganz cooles. Das ist ja der eigentliche Grund oder eine große Ausrede von vielen, die das eben nicht online machen. Ne? Die sagen, ich brauche kein Instagram, ich brauche das nicht. Die eine Angst davor haben, was ist denn, wenn ich mal Gegenwehr bekomme. Ne? Deshalb stellen wir die Frage und wir wollen natürlich auch vielen Zuhörern einfach sagen, Mensch, traut euch halt mal was. Und wenn er halt ein Foto mal einfach nur macht, ne? Das ist ja nichts Verwerfliches, oder? Ja, es ist, also grundsätzlich ist es eher viel Arbeit. Das, ja, muss man jetzt ganz, also, das muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Dem steht nichts gegenüber. Man muss sich einfach einen Plan machen. Man muss sich einfach Gedanken drüber machen, was mache ich jetzt da? Ich denke halt grundsätzlich, zum Beispiel Instagram ist nicht dafür geeignet, dass man jede Woche einfach nur sein Wochenblatt da reinhängt, wo ein paar Angebote drinnen sind. Sondern man muss einfach sich ein wenig zeigen oder ein wenig präsentieren. Und das ist ja grundsätzlich einfach auch was uns Köchen oder uns Metzgern, was uns im Lebensmittelhandwerk oftmals fehlt, uns fehlt ja oft einfach das Selbstbewusstsein. Ja. Und das ist eigentlich einfach eine Möglichkeit, um das jetzt auch erstmal zu üben. Weil der Punkt ist der, die Kamera, die sagt ja nichts zu dir. Also von daher einfach mal ein paar Fotos machen, einfach mal online stellen. Und es gibt ja viele Junge, die das jetzt schon wirklich richtig gut betreiben und die da auch wirklich richtig gut Werbung auch für ihr Handwerk machen. Ja. Wie gut du bist, und dann schließen wir das Thema ab und gehen zum Thema Nummer 1 über. Wie gut du bist, will ich noch mal ein schönes Beispiel machen zum Abschluss. Wenn man sich bei dir zum Beispiel, wenn man dir folgt, auf Instagram, also der Metzgerei Freiberger folgt auf Instagram, ne? Dann folgt man, weil man ja, ich sag mal, unterstellt, man hat ein Interesse oder will gucken, was er macht oder was auch immer. Was bei dir passiert ist, da bekommt man sogar eine Direct Message, also man bekommt was zurück, wo man angeschrieben wird und dann heißt es kurz, danke, dass du uns folgst, wir freuen uns sehr, hier ist der Link zu unserem Shop.
mega professionell, nicht aufdringlich, sondern mega professionell, höflich, freundlich, pass mal auf, wir sind das, wir machen das, danke dafür und das zurück. Und das finde ich geil. Das ist, habe ich ehrlich gesagt von noch nirgendwo gesehen, egal wo ich mich anmelde. Okay. Ne? Aber total professionell kam das zurück und kam das auch bei mir an. Ja gut, ich sehe das halt einfach auch, also ich meine, der Punkt ist ja der, es gibt ja die unterschiedlichsten Gründe, warum ich irgendjemand folge. Hm. Ich sehe halt grundsätzlich jemand, der mir folgt, ist entweder, also in den meisten Fällen einfach potenzielle Kundschaft. Hm. Und den möchte ich ja eigentlich gleich für mich gewinnen und deswegen einfach auch Danke sagen. Ja. Und er kriegt ja einen Rabatt und dann kann er ja mal im Onlineshop einfach mal vorbeischauen, genau. Und vielleicht ist was dabei. Genau. Trotzdem ist die Idee hammer smart und richtig gut. Also kann man eine Menge draus machen und vielleicht auch die Leute, die das hier anhören. Liebe Fleischerinnen und Fleischer, die jetzt zuhört und unbedingt was über diese Weltmeisterschaft wissen wollt, ja, weil letztendlich haben wir gerade den, ja, sagen wir mal, Teamcaptain von der Weltmeistermannschaft, der Schlachter, Fleischer, Metzger vor uns. Lang genug auf die Folter gespannt und wir steigen jetzt mal mit folgender Frage ein. Zu welchem Zeitpunkt beim Wettbewerb warst du dir sicher, Mann, wir rocken das Ding, wir gewinnen das Ding? Also gewinnen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, also der Wettkampf war ja 3,5 Stunden lang. Ja? Wir haben ja da halbes Rind, halbes Schwein, ganzes Lamm und 5 Hähnchen zu sechst zerlegt, zugeschnitten, veredelt, verarbeitet, präsentiert. Wie es in der Fleischertheke ist. Was wir dieses Jahr einfach, wo wir auch wirklich international Anerkennung bekommen haben, war ja, dass wir dieses Jahr den Wettbewerb einfach auf ein neues Level gebracht haben, in der Hinsicht, dass wir, also wir haben ja Weißwürste gemacht, wir haben ja Brätnocker gemacht, wir haben ja einen Leberkäse gemacht und haben den Leberkäse auch noch in der Zeit fertig gebacken. Genau wie die Weißwürste. Und das war eigentlich jetzt so dieser neue Level. Das heißt, wir haben alles, wir haben sauber gearbeitet, wir waren in der Zeit fertig, wir haben top präsentiert. Aber wir hatten eben auch, wir hatten eigentlich den Vorteil, dass wir unsere Präsentation nicht nur mit dem Auge erkennbar machen konnten, sondern wir haben es geschafft, dass wir es auch riechen und schmecken lassen konnten. Der frisch gebackene Leberkäse, der hatte natürlich die ganze Halle erfüllt und so. Und dann kam die Moderatorin her nach dem Wettkampf und ich habe sie probieren lassen. Die wollte am Anfang erst nicht reinbeißen, dann habe ich den Vorkoster gespielt. Die ist dann später nochmal mit ihrem Mann gekommen und hat gesagt, das musst du probieren, da gibt's Leberkäse. Also das waren einfach dann so Punkte, wo ich sage, ey, oder die Preisrichter, wir haben, also die ganzen Sachen, die wir am Tisch hatten oder von allen Teams, die wurden gespendet. Mhm. Und dann sind die hinterher gekommen und haben den Tisch abgeräumt. Und dann sage ich zu den Jungs, ey, wo sind denn unsere Weißwürste? Mhm. Die Preisrichter haben uns die Weißwürste kalt vom Tisch runtergefressen. Also, das ist, also ich glaube, der eine Headshot, der hat, glaube ich, bestimmt 4 oder 5 von den Weißwürsten gefressen. Also, das waren ja insgesamt so 40, 50 Weißwürste, 12 Judges, wenn es jetzt hochrechnest. Also, die haben da ganz schön reingehauen. Ich glaube, die haben auch nicht zu essen bekommen. Ja, aber das war einfach das, wo wir, also, aber da war für mich eigentlich immer noch nicht sicher. Ich musste nach diesem Wettkampf, worauf ich jetzt eigentlich raus wollte, immer noch 2 Stunden am Platz bleiben, weil da sind die Judges rumgelaufen und ich musste Fragen beantworten etc. Und nach den 2 Stunden, als die dann bei mir waren, bin ich praktisch zu den anderen Tischen. Hast du gedacht? Habe ich mir gedacht. Also wir hatten ja relativ große Konkurrenz. Das war auch, also jetzt auch wieder so, das war eigentlich relativ geil. Die Frage. Also das ZDF hat uns einfach abgesagt. Ne? Mhm. Die haben uns im Januar zugesagt, haben gesagt, wir machen da eine komplette Reportage wieder fürs ZDF Mittagsmagazin, jeden Tag einen 10-minütigen Beitrag. Wir hätten ein komplettes Kamerateam, was uns die Woche begleitet hat. Haben sie uns kurz vorher abgesagt, hat uns ultra gestresst. Ich meine, dafür sind wir jetzt Weltmeister und die haben die Arschkarte, also nicht wir. Die Franzosen. Also ihr müsst euch so vorstellen, wir sind da hingekommen, top organisiert, alles ehrenamtlich, mit einem kleinen Budget. Okay? Ja. Die Franzosen sind da hingekommen vom französischen Verband, Millionenbudget, 120 Mann Delegation, richtig krass, Fancy Team, alles dabei. Fancy Team kommt zu mir und macht ein Interview mit mir und fragt mich halt, ja, seid ihr gut vorbereitet? Ich sage, ja klar, sind wir gut vorbereitet. Was ist euer Ziel? Ja, freilich ist unser Ziel zu gewinnen. Dann habe ich gesagt, aber das Wichtigste ist, dass die Franzosen hinter uns sind. Ja. Ist egal, ob wir Elfter sind und die Zwölfter, Hauptsache die sind hinter uns. Gut, habe ich vor dem Wettkampf gesagt. Ist der Kameramann zu mir gekommen und hat gesagt,
weißt du was? Das wird nie passieren. Nach dem Wettkampf sind sie dann gekommen, bist du stolz und wie fühlst du dich? Und ich sage, ja, natürlich, geil, super. Und dann ist der Kameramann wirklich nochmal gekommen zu mir und hat gesagt, mein Glückwunsch. Weil wir haben halt wirklich, also wie du gesagt, wir haben da wirklich abgeliefert. Also da waren manche, also wir haben ja auch einen eigenen Preisrichter gehabt, der durfte es uns ja nicht bewerten, aber der war ja daneben gestanden und der hat gesehen, den anderen Preisrichtern ist ja teilweise der Kinnladen runtergeflogen. Hm. Also wirklich, wir haben da einfach abgeliefert. Und das war jetzt nicht nur meine Leistung, das war vor allem eine Teamleistung, die wir da hingestellt haben. Und wir haben. Pass auf, jetzt gehe ich mal ganz kurz rein. Du, aber bitte verlier den Flow nicht. Ja, wenn man von dir ein paar Interviews hört, auch vor der Weltmeisterschaft, ne, dann, ihr nennt euch ja Butcher Wolfpack. Ne? Das ist schon mal, Butcher Wolfpack, schon mal ein mega geiler Name, wie ich finde. Und wer dich folgt oder wer dir folgt, der hört ja immer wieder, wie du das erklärst. Ne? Und das möchte ich jetzt bitte von dir nochmal hören. Also grundsätzlich, wir sind ja eigentlich alle ein bisschen Allrounder. Also im Metzgerhandwerk können wir alle so ein bisschen was, weil das eigentlich mit zu unserer Abschlussprüfung auch gehört. Aber wir haben alle unsere Stärken. Und wie schon gesagt, wir haben natürlich auch in der Mannschaft, die haben wir natürlich auch nach unseren Stärken zusammengebaut. Und da gibt es welche, die sind saustark im Ausbeinen. Mhm. Dann gibt es welche, die sind saustark halt, sag ich mal, im Zuschnitt, Verarbeiten, Weiterverarbeiten oder dann im Veredeln. Mhm. Ich bin jetzt eher hinten im Sturm, nenne ich das immer, weil das ist eigentlich der letzte Punkt, bevor es dann auf den Tisch geht, ja. Im Veredeln. Ja, ich binde die Produkte, ich fülle die Produkte, ich mache dann noch irgendwas außenrum. Dann hatte ich noch die Kadi dabei, die hat das Ganze dann nur noch mal oben drüber praktisch noch so ein bisschen so Feenstaub oben drüber geblasen, dass das noch mal richtig geil ausschaut. Mhm. Ja, davor hatte ich den Jürgen und den Michi Moser, die zwei, die haben gebrätet, die haben die Abschnitte weiterverarbeitet, die haben Hackfleisch gemacht. Der Michi hat auch teilweise noch Bräten gefüllt und gebunden und solche Sachen. Und ganz vorne war der Jörg und der Matthias, die im Prinzip die Viecher zerrissen haben. Ja, also da muss ich jetzt auch sagen, der Matthias ist da auch so inzwischen so ein richtiger Künstler geworden. Also und auch das ganze Team ist eigentlich so, wie soll ich sagen? Dirk, genau, da sind wir jetzt. Nenn doch einmal Vor- und Nachnamen, gib ihnen die Ehre. Matthias Endras, Jörg Erchinger, Michael Moser, Jürgen Reck, Katharina Bertel und meine Wenigkeit. Das sind die Namen. Bitte, auch euch einen herzlichen Glückwunsch hier. Hammer, habt ihr richtig super gemacht. Kurze Frage mal. Ihr seid jetzt Weltmeister, aber auf welchem Platz lag Frankreich? Was gefällt mir irgendwie das? Also die Franzosen, ich sag's dir ganz ehrlich, die haben uns die letzten Jahre abgezogen. Deswegen habe ich auch gesagt, das war ein Leidensweg. Die haben uns abgezogen bei der Europameisterschaft, beim Freundschaftsspiel. Die haben uns auch bei der letzten WM, wo wir das erste Mal dabei waren, 2018, haben die uns weggefegt. Ich glaube, 2018 waren die eigentlich die beste Mannschaft. Die sind nur auf Platz 4 gelandet, weil sie einfach ein wenig beschissen haben. Ja? Mhm. Wir haben damals 2018 haben wir gesagt, wir machen es wie die Franzosen, nur noch ein bisschen besser. Mhm. Vom Ablauf her. Und das haben wir geschafft. Wir haben wirklich dann Rhythmus reingebracht und wir haben das getaktet und es war einfach unglaublich, was wir da als Team abgeliefert haben. Aber dann stehe ich vor dem Franzosentisch und habe mir gedacht, genauso mein Publikum, unsere Fans draußen, die haben die Franzosen, 100 Mann auf der Tribüne, die hatten die größte Gruppe, die haben die kaputt gemacht, die waren fertig. Die Franzosen haben gesehen, dass ihre Leute nicht zusammenarbeiten, dass die nicht die Sachen auf den Tisch bringen, die sind nicht fertig geworden. Die Franzosen sind nicht fertig geworden. Die kommen da mit einem Millionenbudget, kommen die da hin. Ja? Fernsehen, alles dabei. Und dann sind die unter Druck und haben nicht geliefert. Ich meine, ich habe das auch bei uns gemerkt, die erste halbe Stunde. Ich musste da so arbeiten, dass mein Team da in den Rhythmus kommt. Wir haben wie mit angezogener Handbremse ist es losgegangen. Ich meine, wir waren in einer riesigen Halle. Es waren zwar nur, sage ich jetzt mal, 1500 Leute von 20.000 da. Ja, deswegen hat es so leer ausgeschaut, aber es war trotzdem eine krasse Atmosphäre, die Musik, das um dich rum, dauernd Judges und so. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wie geil ist das jetzt überhaupt? Nicht nur du, verdammt, ich auch. Ey, und dann haben wir gefeuert und nach einer halben Stunde waren wir dann einfach im Flow und haben abgeliefert. Und wie schon gesagt, dann stehe ich vor dem Tisch der Franzosen und habe mir gedacht, was ist da passiert? Ja, genau. Aber schöner Vergleich mit dem Fußball. Ne? Wir erinnern uns alle, Deutschland hat in Brasilien auch mal
7-2 die favorisierten Jungs weggebumst. Ne? Also, und das ist jetzt in Sacramento passiert, weißt du? Das ist jetzt in Sacramento passiert. Ja, also du hast mich ja außerdem jetzt gerade noch gefragt, also ich kann dir, glaube ich, jetzt ziemlich genau jetzt die Platzierungen sagen. Also erster Deutschland, zweiter Australien, dritter Neuseeland, wobei ich jetzt Neuseeland voll auf dem Schirm hatte, wo ich den Tisch gesehen hatte. Australien war gut, hatte ich jetzt aber noch nicht so vorne dabei, aber ich habe die nicht arbeiten sehen. Also deswegen denke ich, die zwei haben eigentlich auch verdient den zweiten und dritten Platz gemacht. Irland war vierter. Bei denen war es ziemlich krass, dass sie die so, waren 2018, glaube ich. Die waren amtierender Weltmeister, die haben wir vom Treppchen runtergestoßen, aber die haben jetzt diesmal keine gute Organisation gehabt, die haben kein Equipment dabei gehabt, nichts. Also von daher ist es eher überraschend, dass sie auf den vierten gekommen sind. Fünfter war Italien, auch eine große Konkurrenz von uns. Sechster war jetzt dann der beste Rookie, Wales. Die haben mich auch überrascht, dass die auch so weit gekommen sind. Und jetzt kommt erst Frankreich. Siebter Platz mit einem Millionenbudget. Also deswegen habe nicht nur ich so empfunden, dass sie da nicht abgeliefert haben. Die sind nur siebter Platz geworden. Und achter USA. Neunter war jetzt dann, dass ich jetzt nichts falsch sage, glaube Island. Und dann kamen die anderen Neuzugänge, Brasilien, Kanada, Portugal und noch jemand hinten dran. Müsst ihr euch mal vorstellen, von was für Nationen wir da reden. Ne? Und vor allen Dingen, was auch für Fleischkonsumenten und was für Fleischproduzenten. Ne? Wenn ich zum Beispiel Brasilien höre oder auch Kanada, ne? Das sind natürlich ganz andere Dinge. Ja, aber Frage dazu, wie muss man sich jetzt diese WBC, ist die Abkürzung, World Butcher Challenge ist es ausgesprochen? Butcher Challenge ist ausgesprochen. Wie muss man sich das vorstellen? Kann man sich da anmelden? Muss man sich qualifizieren? Wird man da gefragt? Wie läuft das? Also zuletzt hat man sich jetzt einfach anmelden müssen. Der Punkt ist grundsätzlich der, du musst halt das Stadtgeld zahlen, du musst halt, normal brauchst du irgendeinen Verband oder irgendwas der dahinter steht, weil wenn du das nicht hast, ja, dann wirst du das Budget wahrscheinlich gar nicht aufbringen. Ich fasse jetzt mal zwei Fragen hier ein bisschen zusammen, ne, ich glaube, das passt jetzt ganz gut zusammen, weil du hast jetzt schon einiges beantwortet, was uns so ein bisschen interessiert hat, aber du bringst ja das Team immer wieder mit in den Vordergrund, was ja auch wichtig ist. Ja? Aber du als Team-Captain, du investierst oder musst ja Unmengen Zeit hier investieren. Wie bringst du das mit deinem Daily Business zusammen und vor allen Dingen auch mit Family? Ne? Und die Frage, die sich dann gleich mit einklingt, ist, gib uns mal ein Gefühl oder gib den Hörerinnen und Hörern mal ein Gefühl, von was für Geld reden wir hier? Was müsst ihr also bezahlen? Zunächst einmal muss ich sagen, ich würde das alles überhaupt nicht ohne meine Frau schaffen. Also ich habe Frau Freiberger, eine Wahnsinnsfrau an meiner Seite. Die schaut nicht nur gut aus, die ist fleißig und unterstützt ihren Mann auch noch. Also das ist so, eigentlich ist das so eine eierlegende Wollmilchsau, wo man sagen muss, das gibt es normal überhaupt nicht. Läuft bei dir. Ich habe drei Kinder. Hallo? Also wirklich unglaublich, was meine Frau mir den Rücken freigehalten hat, dass ich das machen konnte. Im Betrieb unterstützt mich natürlich auch mein Bruder und meine Eltern, wo wir sagen, ja okay, ich habe mich jetzt hier draußen als so organisiert, dass ich mich ein bisschen rausnehmen kann, wenn ich es muss. Also von daher funktioniert es ganz gut. Es ist aber trotzdem hart, also nicht, dass man jetzt denkt, normalerweise, dass ihr ungefähr eure Vorstellung machen könnt. Ich habe einen Trainingstag, schaut normalerweise dann so aus bei mir, dass ich in der Früh um 3:45 aufstehe. Um 3:30 bin ich in der Arbeit, dann mache ich jetzt hier mein Business, bereite alles vor und bin dann so gegen 7 nach Landsberg am Lech oder nach Augsburg gefahren und habe da dann praktisch trainiert bis nachmittags um 3, bin dann wieder heimgefahren, habe abends mein Büro gemacht, für den nächsten Tag vorzubereiten und dann bin ich abends in mein Bett gefallen und das war dann der Trainingstag. Also unser Tischaufbau alleine 15.000 Euro. Nur das, was auf dem Tisch drauf stand. Dann der Transport unseres Equipments rüber, 25.000 Euro. Scheiß auf die Inflation, sage ich dir ganz ehrlich, in den USA ist alles so assi teuer, also richtig, richtig teuer. Unglaublich. Du kannst davon ausgehen, dass wir inklusive Trainingsmaterial, also was wir ja auch brauchen, wo wir sagen, wir haben ja alle zwei Wochen oder sowas auch trainiert, mussten wir jetzt ein Budget ungefähr von 150.000 bis 200.000 Euro aufbringen. Das ist aber unsere Arbeitszeit nicht mit eingerechnet, weil auch zum Beispiel beim Franzosenteam, damit die auf diese Millionenbeträge kommen, ne, musst du es auch so sehen, die werden freigestellt von der Arbeit. Also das heißt, die gehen da nicht hin wie wir und sagen, machen das in ihrer Freizeit, sondern die machen das
Sie sind schon Halbprofis also, dann. Ja, genau so ist es. Mhm. Ja. Du, Dirk, ich habe auch ein paar Fragen. Wir sind ja auch Teil, wir haben auch Zuhörer, die nicht aus Süd- oder Ostdeutschland kommen. Wenn es 2:45 ist, ist es genau wie spät? Wenn es 2:45 ist, ist es 14:45. Das ist 15:03. 2:45 heißt, du stehst um 2:45 auf. Ja, in der Nacht, nicht nachmittags. Das ist, ja, genau. So schaut's aus. Butcher Wolfpack, also ist das nur bei dieser Weltmeisterschaft? Wir waren letztes Jahr im November eben bei der Europameisterschaft. Die war aber irgendwie was anderes. Das war irgendwie... Also grundsätzlich, wenn du zu so einem Wettkampf hinkommst und da das erste Mal dabei bist und nicht der bist, der den entwickelt hat. Also die Franzosen, muss ich sagen, die haben zum Beispiel eine ganz krasse Kultur von diesen Wettkämpfen. Und wir haben da einfach unser Ding durchgezogen und wir haben dann die Punkteauswertung bekommen und ich habe mir gedacht, also so schlecht waren wir nicht. Und wie schon gesagt, seitdem, und die Italiener, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die haben, also wir hatten damals wieder auch bei der Europameisterschaft keinen eigenen Judge, wir hatten keinen, der mitgeht. So ist die Bewertung ausgefallen, also Italien und Frankreich haben es unter sich ausgemacht und die haben dann, also dass ihr das auch nochmal versteht, die Franzosen, die haben so einen krassen Nationalstolz, also wirklich ausgeprägt. Das ist nicht wie bei uns, wo wir sagen, okay, wenn wir eine Fahne raushängen, da sind wir ja gleich irgendwie rechts oder irgendwie sowas, sondern die haben wirklich einen krassen Nationalstolz und bei denen ist es nicht so wie, also ich sage euch ganz ehrlich, wenn zu mir jetzt ein Land als Gast bei einem Freundschaftsspiel oder bei einer Europameisterschaft kommt, ne, da lasse ich die eher gewinnen, als dass ich sage, ja, wir sind jetzt die Besten und wir haben jetzt den ersten Platz gemacht. Ja, das sage ich euch ganz ehrlich, wir haben die zum Freundschaftsspiel eingeladen und haben mit denen eine Kleinigkeit gemacht und haben jedem einen Preis gegeben und wir waren dann nur der dritte Platz und dann war alles in Ordnung. Weil es uns da gar nicht drum ging, uns ging es da um die Gemeinschaft, um das Miteinander, ja. Aber wenn du bei denen bist, ne, da spielt alles keine Rolle, Hauptsache wir sind die Ersten. Damit sie sich dann hinterher Europameister nennen können, haben sie die Italiener um 3 Punkte abkassiert. Es tut uns leid, wir haben leider wieder gewonnen. Aber nee, es tut ihnen nicht leid, das ist ja das Problem. Es tut ihnen nicht du leid. Machst ja auch als Butcher Wolfpack, machst du schöne TikToks, du machst schöne Videos, also ihr seid ja auch aktiv, du hast das ganze Team da vorgestellt in den letzten Wochen, ne, über Instagram und sowas, also das machst du ja extrem gut und ich weiß nicht, wie genau informiert du über deine Follower bist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass auch dir jemand folgt, der, ich sag mal vorsichtig, nicht ganz unerfolgreich auf Instagram und TikTok zu Hause ist? Oder gibt es jemanden, den du vielleicht sogar ganz gut findest oder so? Oder? Noch keiner. Ich habe noch keinen. Dir ist keiner ins Auge gestiegen? Nein, noch nicht. Okay, noch pass nicht. Auf. Es ist nämlich so, wir hatten in der Folge 62, hatten wir einen Gast, über den wir uns sehr gefreut haben. Da haben wir damals in Hamburg aufgenommen. Und das ist der Thomas Müller gewesen. Thomas Müller ist erstmal ein eigener Name. Ja. Ja, vielleicht schon mal gehört, aber es ist nicht der Fußballer Thomas Müller, es ist ein anderer Thomas Müller. Der Fleischbotschafter. So, und der Fleischbotschafter hat 145.000 Follower. Du folgst ihm, er folgt dir. Ich habe auch schon mal mit ihm geschrieben, ja. Du hast auch schon mal mit ihm geschrieben. Und guck mal, was der Fleischbotschafter uns im Schweiße seines Angesichts... Und jetzt deine Gastfrage. Hallo Dirk, hier Thomas, der Fleischbotschafter. Ich bin ein großer Fan von deinen Inhalten auf verschiedensten Plattformen, von YouTube, deinen tollen Dokus, deinen Reportagen über verschiedene Begehungen von verschiedensten Produktionen, zu TikTok, zu den Sachen, die ihr da als Budget Challenge in Sacramento gemacht habt. Und meine Frage an dich wäre, wie kriegt man dem Fleischerverband, dem Fleischerhandwerksverband in Deutschland ein bisschen mehr digital eingeflößt? Wie kriegt man das hin? Ich frage mich das schon seit längerem. Viele Grüße. Soll ich jetzt schon antworten oder kommt das eure Frage? Nö, das wäre okay. Wir schieben dann hinterher. Oder soll ich meine Frage schon mal stellen? Vielleicht willst du also pass auf, ich denke grundsätzlich, es gibt sowas, was wir hier in Bayern haben, das gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Das ist nämlich das Metzgerhandwerk Bayern. Das ist der Bayerische Landesverband, der Landesinnungsverband des Metzgerhandwerks hier. Und die sind so krass drauf, die sind so geil. Da kann ich wieder auch nur den Lars Bubnik nennen und den Konrad Ammon.
die da so hervorragende Arbeit leisten und das gibt es gar nicht besser. Also da müsst ihr euch mal umschauen. Über den DFV möchte ich jetzt ehrlich gesagt lieber nicht reden, weil okay, dann stelle ich jetzt, mal meine Frage rein, weil ich will da jetzt noch mal ein bisschen rein. Ne? Wie ist denn das bei euch mit den Verbänden? Gibt es da auch ein bisschen Neid? Gibt es Mitgunst? Habt ihr extrem viel Unterstützung erfahren bei eurer Weltmeisterschaft? Oder wie ist Stand der Dinge? Also, drück dich gewählt aus, jetzt, aber bring's rüber, so wie du es denkst. Ich versuche das jetzt einfach so zu sagen, wie es ist, okay? Ohne das jetzt zu belächeln oder irgendwas, aber 2018 ist halt einfach was vorgefallen, was wir heute einfach immer noch sehr, ja, das war ein richtiger Tiefschlag. Und zwar hat da, ich kann es bis heute noch nicht genau sagen, wer es war, aber das war jemand aus dem Hauptamt des Deutschen Fleischerverbandes. Ein Schreiben an den Council-Chef, also das heißt an den WBC-Ratsvorsitzenden, geschrieben, also das Butcher Wolfpack, die da sind, das ist nicht die offizielle Mannschaft der Deutschen und die vertreten in keinster Weise die Deutschen und die haben mit uns nichts zu tun, das sind einfach nur so nach dem Motto ein paar Humble-Männer, die da hinfahren. Mhm. Das war 2018, einen Tag vorm Wettkampf. Das findest du natürlich erstmal super geil. Ja, das war vor allem, wenn du halt normalerweise dann noch von dem, vom Vorsitzenden, vom gewählten Vorsitzenden des Deutschen Fleischerverbandes, vom Herrn Dormann, am Abend vorher oder die Woche davor noch auf dem Oktoberfest zusammengekocht warst oder besser gesagt auf dem Frühlingsfest noch zusammengekocht warst und da war alles in Ordnung und hat er gesagt, super, was ihr macht. Mhm. Das ist, glaube ich, auch das Problem, was jetzt vorhin der Ding gesagt hat. Da ist einfach ein bisschen irgendwie, wissen die nicht so ganz genau, was die machen oder wie das sein soll oder wie das ist oder wie auch immer. Aber denen habe ich es jetzt gezeigt. Wir haben ja unseren eigenen Verein gegründet. Wir haben ja unsere eigene deutschlandweite Vertretung. Wir haben jetzt unsere eigene Rechtfertigung, jetzt daran teilzunehmen. Wir haben uns jetzt unsere eigene Rechtfertigung, jetzt da mitzumachen. Und wenn jetzt der Deutsche Fleischerverband da was will, dann muss ich sagen, bin ich der Letzte, der sagt Nein, weil ich denke grundsätzlich, zusammen geht es immer leichter, was voranzubringen als dagegen. Aber der Punkt ist, im Moment ist es, glaube ich, nicht so, dass die den Mut haben, einen Schritt nach vorne zu gehen. Also wir haben uns 2018 schon mit denen unterhalten und da gab es dann in Anführungszeichen so Friedensgespräche, weil da war es auch wirklich so, dass das auch mit dem Bayerischen dann hochgekocht ist. Ich meine, der Bayerische Verband, der macht 25% der Mitglieder aus. Ne? Also wir müssen aber auch eins sagen, auch jetzt im Butcher Wolfpack sind ja nicht nur Bayern drin. Ihr habt ja auch Leute aus Berlin und weiß der Geier. Unser Nachwuchs war aus Hessen. Also wir hatten, wir haben ja noch einen Vize-Weltmeister auch in der Nachwuchskategorie. War ja unser, der Fabi war ja Vize-Weltmeister. Der war ja der Zweitbeste. Das ist ja eine andere Kategorie, aber der hat ja auch den zweiten Platz gemacht. Es wäre für uns einfach viel angenehmer, mit denen zusammenzuarbeiten. Aber grundsätzlich sind die noch so von oben herab, ja, dass die auch so geile Bewegungen wie wirsindanders.de ja, überhaupt nicht beachten und einfach, ich bin mir ganz sicher, die haben gedacht, also und ich muss es ganz ehrlich sagen, durch Corona und diesen krassen Kraftakt, ja, haben sie gedacht, ja, der Freiberger und der Moser, die werden jetzt schon bald untergehen, die geben jetzt bestimmt bald auf. Jetzt sind wir aber Weltmeister geworden. Jetzt haben sie halt uns noch einmal ein paar Jahre an der Backe, weil jetzt gehen wir immer noch nicht auf. Ja, weil es war wirklich ein hartes Brett jetzt. Also das war wirklich, also nochmal auch Respekt vor meiner ganzen Mannschaft, was wir jetzt da geleistet haben im letzten halben Jahr, im letzten Dreivierteljahr. Das war unglaublich. Also wir haben da Widerstände überwunden. Das, also privat wie gesundheitlich, das schaffen nicht viele. Aber dann also ich glaube, das ist schade, dass man sich dagegen stellt, weil es wird ja auch den Herrschaften gut tun, weil es ja eine positive Werbung, würde ich mal sagen. Ja, und ich meine, ihr habt es denen gezeigt, ja, ihr habt den Titel geholt. Ja. Da braucht man nicht mehr ganz so viel zu sagen. Aber ich denke mal, vielleicht kann man das ja auch ein bisschen, ich will nicht sagen als Aufruf, aber als Info nochmal dastehen lassen. Ne? Was du jetzt gesagt hast, das fand ich jetzt total offen und ehrlich. Ich meine,
es geht mehr miteinander als gegeneinander. Ja, das betrifft das Metzgerhandwerk wie das Köchebandwerk auch. Und das, am Ende nur redenden Menschen kann geholfen werden. Ja, und gab es wenigstens einen Glückwunsch von der Seite? Oder? Ja, die haben uns jetzt auch auf dem Verbandstag eingeladen. Ja, so. Und dann denke ich mal, da wird es vielleicht auch mal ein Gespräch geben. Und als Außenstehender, der wir jetzt sind oder der auch so eine Firma MKN oder ein Olli und ein Tom ist, würde man sowas natürlich begrüßen, wenn das als Gemeinschaft ist. Gleichwohl man sagen muss, das Butcher Wolfpack startet nicht mehr vom Startplatz 3 aus, sondern ihr seid jetzt die 1, ihr habt abgeliefert und jetzt muss halt ja, auch was kommen. Ja, wir sind jetzt, ne, die Gejagten, das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist jetzt auch eine Position, an die muss ich mich jetzt auch erstmal gewöhnen. Also ich sage, ich bin ganz vorne, jetzt muss ich mich umdrehen, weil normalerweise hatte ich immer mein Ziel vor Augen, aber jetzt muss ich ab und zu auch mal nach hinten schauen, wer da kommt. Ja. Nochmal zu dem Deutschen Fleischerverband. Ich muss ganz ehrlich sagen, von meiner Seite aus, immer wieder nur, ich kann nur Hände reichen sagen und bitte und machen wir doch zusammen und machen wir das auf Augenhöhe und nicht irgendwie anders. Wir haben alle ein Ziel und das ist einfach der Erhalt der Metzger- oder Fleischerkultur in ganz Deutschland, der Erhalt der Betriebe, der Erhalt dieses besondere. Ey, ganz ehrlich, wir können so stolz sein auf das, was wir in Deutschland haben. Wir sind die Einzigen auf der ganzen Welt, die eine duale Ausbildung haben. Und das ist eigentlich das, warum wir auch so hart kämpfen. Nicht für unsere Betriebe, nicht für unser eigenes Wohl, sondern wir kämpfen für den Erhalt unseres Nachwuchses, unseres Handwerks. Mit dem, was ihr da macht, könntet ihr bestimmt auch noch so ein paar jüngere Leute wieder dazu aktivieren im Kopf, dass die vielleicht Interesse haben, Metzger zu werden. Ne? Hau doch mal, bevor wir in unsere Lieblingskategorie starten, so ein kleines Statement raus für unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer oder für die Eltern von Kindern, die sagen, mein Sohn Metzger lernen oder meine Tochter Metzgerin? Niemals. Warum sollten sie es doch tun? Ich kann nur sagen, Metzger ist ein richtig geiler Beruf und man muss oder habt einfach den Mut, auch gegen die Vorurteile der anderen euch da reinzutrauen, daran zu wagen und es wirklich durchzuziehen. Es wird von Erfolg gekrönt zu sein, weil in den nächsten Jahren werdet ihr goldene Jahre miterleben können und könnt richtig was abgreifen, das verspreche ich euch. Ein wunderbares Statement. Vielen Dank dafür. Wenn das keine Motivation ist. Genau. Dirk, bevor wir abschließen, haben wir unsere Lieblingskategorie, das nicht nur die Lieblingskategorie von Olli und von mir ist, sondern auch von unseren Zuhörern. Okay. Sie ist oft gefordert, viel gefragt und bringt hin und wieder den ein oder anderen Tropfen Schweiß auf die Stirn. Deshalb haben wir jetzt für dich vorbereitet. Ladies and Gentlemen, 10 Fragen, 10 Antworten. Frage Nummer 1. Auf den Grill. Ein schönes Stück Entrecot oder Rinderfilet? Gar nichts von beiden. Picanha. Bitte? Picanha kommt auf den Grill, mein Lieblingsstück auf dem Grill. Das kennt ihr als Köche nicht, ihr seid, deswegen bin ich ja Fleischsommelier. Also frag mich nicht nach Entrecot und Filet. Also Filet esse ich schon lange nicht mehr, nur zur Info. Das war jetzt keine kurze Antwort, aber Picanha. Gut. Frage Nummer zwei. Im Stadion, das ist meine Sportmannschaft. Habe ich nicht. Kein Sport, kein Sport. Hockey, ich habe kein Klubberer, kein nix. Mein Beruf, meine Leidenschaft ist Metzger und mein Hobby auch. Respekt. Bist du kein Glubber? Nein, ich bin kein Glubberer. Okay, Frage Nummer drei. In der Metzgerei, diese Arbeit bringt mir am meisten Spaß. Die Abwechslung, alles. Das Einzige, was mir keinen Spaß macht, ist eigentlich Büro, was ich viel zu häufig machen muss. Frage Nummer 4. Auf der Welt. Die Kollegen aus diesem Land bewundere ich am meisten. Also Shannon Walker aus Australien, Philippe Lalonde aus Frankreich und das war's. Frage Nummer 5. Im Offline. Höre ich diese Musik-Band am liebsten? Band habe ich keine. Ich habe eigentlich nur Musikrichtungen. Und es geht eher so in Classic Rock. Und dann noch, ja, würde ich sagen, eigentlich so R&B, die zwei Sachen. Frage Nummer 6. In der Opposition. Vegetarische Kost bedeutet für mich?
Abwechslung im Speiseplan. Schöne Antwort. Ja, gehört zu, also gehört vegetarische Kost gehört, haben wir gelernt, meiner Ansicht nach in jeden ordentlichen, ausgewogenen Ernährungsplan dazu und ist meiner Meinung nach einfach auch Teil einer gesunden Ernährung. Wunderbar. So ist es nämlich. Frage Nummer 7, vegan, die Wunschwelt. Wir haben nicht über vegan gesprochen, es geht um vegetarisch. Vegetarisch, ja. Frage Nummer 7, die Wunschwelt. Ein Tier, welches ich gerne mal verarbeiten würde und noch nie verarbeitet habe. Boah, ihr fragt mich Sachen, ey. Ja, das ist Sinn und Zweck dieser Kategorie. Ja, wobei ich das eigentlich im Fernsehen gesehen habe, aber ich würde mal ganz so ein Krokodil ausbeinen. Ja, doch, Krokodil, immer geil. Ja. Die 8. Frage, zu Hause. Das ist mein Lieblingsgasthaus in der Region, wo ich auch gern mal hingehe. BA Beef Club, der macht jetzt bald wieder auf. Ich freue mich schon. Frank Heller, geiler Typ. Wird cool. Sag nochmal. BA Beef Club im Plaza, also im Plaza Hotel Nürnberg, direkt, aha, am Hauptbahnhof, ist okay. So, ist ein kleiner, cooler Schuppen. Ist okay. Mein absolutes Liebling eigentlich. Aber wie schon gesagt, der hat jetzt leider so lange zugehabt wegen Corona. Und jetzt macht er am 6., 7. Oktober macht er wieder auf. Okay. Und der Frank ist ein geiler Typ. Der ist Frage Nummer 84. Frage Nummer 9. Urlaub. Dieses Land möchte ich unbedingt mal bereisen. Ich war eigentlich schon in ziemlich vielen Orten, aber Afrika würde mich eigentlich irgendwann mal jucken. Afrika, Südafrika würde mich mal jucken. Ja. Haben wir in Südafrika Fleischer-Metzger-Business? Gibt es da Teilnehmer? Nee, oder? 2018 haben die teilgenommen. Südafrika? Oder? Südafrika hat 2018 okay. Teilgenommen, ja. Okay. Und die letzte Frage. Niemals bei diesem Essen streike ich, das mag ich überhaupt nicht. Tofu. Also, wobei ich jetzt sagen muss, Tofu jetzt hat von jemand aus Asien zubereitet, wirklich gar nicht so schlecht. Habe ich schon öfter ausprobiert. Aber alles, was du hier auf Tofu-Basis kriegst, das, also so Fleischersatzprodukte, fresse ich nicht. Mhm. Das ist ekelhaft. Ja, auch nicht. Wunderbar. Ja. Also Dirk, wir sind schon am Ende angelangt. Was man da mal absolut festhalten kann, ist, dass du und auch dein Wolfpack, ihr tut der Branche gut, ja. Wir haben jetzt mal reingeschnuppert, denn wir sind ja, sagen wir mal, verwandt. Ne? Wir sind ja jetzt nicht Bruder und Schwester, aber Cousin und Cousine, kann man sagen. Denn auf vielen Arten haben wir das gleiche Schicksal und auch irgendwie das gleiche Metier. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Du hast es hier wirklich weggeblasen mit deiner Energie, deiner Power. Behalt das bei. Also das ist wirklich absolut schön. Und somit merkt man auch, mit wie viel oder mit welcher Inbrunst und Hingabe du dich ganz, dem Ganzen hingibst. Als Teamcaptain der deutschen Mannschaft, der Schlachter, ist er der absolute Hammer. Metzger, bitte. Oder, Tom? Metzger. Lass mal Metzger stehen. Absolut. Dirk, wir haben am Anfang dir genug gratuliert, deshalb machen wir das jetzt nicht nochmal. Ich glaube, das war noch nicht der letzte Kontakt. Ne? Wir werden uns jetzt auch gleich nochmal eine Minute in die Augen gucken. Wir wollen da gerne weiteren Kontakt mit euch aufrechterhalten, was auch immer sich daraus entwickelt. Das war jetzt mein erstes Beschnuppern. Ne? Du weißt ganz genau, wie wir uns kennengelernt haben. Ich war im Urlaub in Kalifornien. Er hat gerade gewonnen in Sacramento. Ich saß am Strand und habe ihm meine WhatsApp getickert. Und ich habe gar nicht damit gerechnet, dass irgendeine Resonanz kommt. Und ein paar Stunden später habe ich schon gedacht, nach deutscher Zeit, nachts um 4, schreibt er dir? Nee, er war auch in Sacramento. Da haben wir uns zusammengerufen und jetzt schon eine Woche später sitzen wir hier und nehmen den Podcast auf. Vielen Dank. Das Schlusswort gehört dir. Lass noch mal einen raus. Grüß dein Team, mach irgendwas. Wir sagen schon mal Tschüss und vielen Dank für deine Zeit. Es ist uns eine absolute Ehre, dass du hier zugehört hast. Und das meine ich jetzt nicht nur als Olli und Tom, sondern auch als Firma MKN, die dahinter stehen. Herzlichen Glückwunsch, lass es dir gut gehen. Bleib kulinarisch, das Schlusswort gehört dem Dirk. Also auch von meiner Seite nochmal danke, dass ihr da seid. Danke an die ganzen Hörer, die sich jetzt das angetan haben. Keine Ahnung, über eine Stunde uns jetzt da bei unserem Gelaber dazu zu hören. Ich kann nur sagen, ich freue mich immer über Nachrichten, über Menschen, die sich von mir inspiriert fühlen und die sich auch angespornt fühlen. Das tut mir gut, das
bestärkt mich in meiner Arbeit. Und ja, auch an dieser Stelle danke euch allen. Und ja, vielleicht dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao, Uwe und Arne. Adieu. Vielen Dank. Ciao.